ABCD ist ein Parallelogramm und O ein Punkt des Raumes, der aber nicht zur Ebene dieses Parallelogramms gehört. Der Auftrag lautet, beweise vektoriell, dass die Punkte A', B', C' und D' jeweilige Mitte der Strecken OA, OB, OC und OD ein Parallelogramm bilden. In der Hypothese steht also ein Parallelogramm ABCD, ein Punkt O, der nicht zu der Ebene dieses Parallelogramms gehört, der Punkt A', Mittelpunkt der Strecke OA, der Punkt B', Mitte der Strecke OB, der Punkt C', Mitte der Strecke OC und der Punkt D', Mitte der Strecke OD. Wir sollen beweisen, dass dieses Viereck A', B', C', D' ein Parallelogramm ist. Ganz egal, wo dieser Punkt O sich außerhalb der Ebene ABC befindet, dieses Viereck ist anscheinend immer ein Parallelogramm. Wir werden das ganz einfach beweisen, indem wir beweisen, dass der Vektor A', B' genau derselbe ist wie der Vektor D', C'. Dazu betrachten wir zuerst dieses Dreieck O, A, B. Indem A' die Mitte von dieser Seite OA ist und B' die Mitte von dieser Seite OB ist. Durch diese Eigenschaft, die wir im Tutorial 004 bewiesen haben, können wir daraus schlussfolgern, dass der Vektor A', B' genau die Hälfte vom Vektor AB ist. Also so. Jetzt schauen wir in diesem Dreieck OCD, in dem gilt, C' ist die Mitte von dieser Seite OC und D' ist die Mitte von dieser Seite OD. Wieder durch dieselbe Eigenschaft können wir daraus schließen, dass der Vektor D'C' genau die Hälfte vom Vektor DC ist. Also so. A', B' ist die Hälfte von AB. D', C' ist die Hälfte von DC. Aber dieser Vektor AB, das ist genau derselbe wie der Vektor DC, weil ABCD ein Parallelogramm ist. Und daraus können wir also schließen, dass die beiden Vektoren A', B' und D', C' ein und derselbe Vektor ist, woraus wir wiederum schließen können, dass das Viereck A', B', C', D' ein Parallelogramm ist. Es ist genau das, was zu beweisen war. Also ist der Auftrag schon erledigt.